Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, ich habe die Nacht soweit gut überstanden. War relativ ruhig, bis auf die Zombies hier unten. Und ja, sie sind hier nicht durchgebrochen, glücklicherweise, Gott sei Dank, kann man schon sagen. Aber ich war auch nicht ganz untätig während der Nacht. Ich habe mir in der Zwischenzeit noch Aloe Cream hergestellt aus den Aloe Pflanzen, die ich da auf dem Wegesrand ja gesammelt gehabt habe, und die nehme ich jetzt auch gleich mal her, denn ich kann ja das Leben nur allzu gut brauchen. So, und jetzt, wie komme ich jetzt nur runter? Das ist die große Frage. Vielleicht hier hinten? Dass ich mir so einen kleinen Abgang baue, na? Ich glaube, ich nehme erstmal kurz die Woodframes da vorne weg. Oh shit, da kommen sie schon. Uiuiuiui. Auf das war ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ja, dann. The leg is braided. Ja, ganz toll. Dann nichts wieder rüber. Über den Zaun. Dann weg von den Zombies erstmal. Zumal da ja nicht nur Zombies drin waren hier in dem Schrottplatz, sondern auch noch Hunde. Kann ich mir einen Splint bauen, bevor ich weitergehe? Natürlich nicht. Da muss ich rein. Splint. Close Fragment und Wood habe ich beides nicht. Schlecht. Aber da unten ist sogar noch ein. Da kommt auch schon einer. Gib Ruhe, Mann. Lockt mir nicht noch mehr Zombies an. So, einer tot. Bist du jetzt bald? Endlich. Ui, da kommt schon der nächste. Dann nichts wie weg. Bevor uns der dann noch kalt macht. Oh ne. Es ist wieder so ein Sprinter. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, warum die jetzt seit neuestem auch sprinten können. Am Tag. Aber gut. Da ist drum. Erstmal weg von denen. Und gleich noch eine. Ja, sag mal, nirgends haben wir Ruhe. Gibt's ja gar nicht. Erstmal davon humpeln. So. Jetzt bin ich wenigstens wieder undetected. Und kann mein weiteres Vorgehen in Ruhe planen. Das machen wir gleich mal zu Brass. So, und der Splint. Er braucht Wood und er braucht Close Fragment. Die kann ich erstmal wegschmeißen. Die brauche ich nicht mehr. Close Fragment habe ich natürlich jetzt gar nicht. Kann ich vielleicht von meinen Ausrüstungsgegenständen irgendwas zerstören, was ich nicht unbedingt brauche? Das vielleicht höchstens. Rob, wie viel komme ich denn? Zwei Stück, perfekt. Dann baue ich mir gleich mal einen Splint. Und dann geht's weiter auf die Reise. Da. Schaut doch schon wieder besser aus, das Ganze. Notdürftig geflickt wieder. Ui, Vogelnest. Das lasse ich nicht aus. Gut, wo war ich jetzt eigentlich auf der Karte? Ich wollte ja mal ein bisschen mehr in Richtung anderes Biom kommen, aber da
Schaut ja bisher schlecht aus, aber jetzt folge ich einfach mal der Straße in der Hoffnung, dass ich dann richtig rauskomme irgendwo. Noch ein Müllsack. Jetzt haben wir da vorne wieder eine Ansammlung von den Kriechern. Ein so ein Zappel-Philipp. Ja, komm. Lasst uns doch mal in Ruhe. Das noch schnell scrapen. Bevor mich die erwischen. Da kommen sie schon wieder alle. Alle angerannt. Oh, das war nix. Das war schon eher was. So, und du auch noch. Ups, einmal zu viel Escape gedrückt, aus Versehen. Was haben wir hier noch Schönes? Das Graben, bevor ich es gar nicht mitnehme. Soll sich auch kein anderer bekommen. So, hier auch nichts drinnen. Das kenne ich aber besser. Der Klapp habe ich schon. Dann auch weg. Müllsack vielleicht noch was. Auch nichts sonderlich Gutes. Vielleicht höchstens noch im Korps. Im Blue Shirt. Ziehen wir mal an. So. Welchen Weg gehe ich? Rechts oder links? Entscheide mich mal für links. Werde ich dann schon sehen, wenn ich später bereue. Aber normalerweise. Irgendwo kommen wir schon raus. Fragt sich nur wo. Ein Häschen. Na? Hoppelhopp. Ui, da vorne ist was. Was ist denn da? Schönes. Sieht aus wie eine Stadt und ein Wasserturm. Ah, das ist so eine alte... So eine alte Westernstadt ist das. Da, sieh an, sieh an. Mal kurz die Lage auskundschaften. Die schaut echt cool aus. Richtig, richtig schön gemacht. So, meine Temperatur steigt auch schon wieder ins Unermessliche. Ist ja nicht so toll. Überall wieder die Zombies. Die geben auch nie Ruhe. So, ich lasse jetzt aber erstmal diese Westernstadt hier aus. Ich möchte mal langsam aber sicher mit dem Bau meiner vier Wände beginnen. Aber da ist mir der noch im Weg. Da, weg mit dir. Der schluckt aber ordentlich Pfeile. Aber jetzt nicht mehr. Erstmal zu Fall gebracht. So, das kann man drin bleiben. Jetzt Modly Braid, was haben wir hier? Wieder ein Brass Door Knopf. Immer her damit. Und da vorne kommen wir nur ins verbrannte Land, ja. Uiuiui. Gefahr von Hunden also wieder. Aber gut, dann Augen zu und durch. Da halte ich mich persönlich immer gar nicht gerne auf in dem Gebiet. Hunger hat er auch noch. Durstig ist auch der Charakter ja dann. Soll er was zu trinken bekommen? Essenstechnisch Yucca Fruit. Ups.
droppen wollen wir sie nicht. Wo sind sie denn? Habe ich sie jetzt? Hab die doch gerade noch gehabt. Yucca, Yucca, Yucca. Habe ich jetzt meine Yuccas weggeworfen oder wie? Ah, da liegen sie. Da, jetzt habe ich sie wieder. Das wäre nichts gewesen. Schnell meine Nahrung hier noch wegwerfen. Dann stehe ich da. Was haben wir hier denn? Eine Wohnwagensiedlung. So macht es zumindest den Anschein. Schlage ich mir erstmal kurz den Bauch hier mit diesen Yuccas voll. Dann hüpfe ich da mal rauf. Verschafft mir einen kleinen, aber feinen Überblick. Ah ja. Wimmelt's auch wieder von Zombies. Okay, dann. Ich geh schon. Ja, ich geh schon, ich weiß. Aber da vorne? Hui, da schaut's grün aus. Endlich raus aus der Wüste und raus aus diesem verbrannten Land. Ist auch lästig geworden, immer mit der ganzen Hitze da klarzukommen. Shamway Foods. Könnte ich eigentlich looten. Wie viele Pfeile habe ich noch? 30 Stück. Oder mir erstmal einen Unterschlupf suchen oder einen Bauplatz suchen. Das ist aktuell eigentlich wichtiger. Ich komme da sicher nochmal zurück zum Shamway Foods. Könnten wir auch auf der Karte gleich markieren. Dass ich ihn auch wiederfinde. Safe Waypoint. Shamway. Dann weiß ich das fürs nächste Mal, wo ich Nahrung herbekomme. Dann hüpfe ich erstmal hier rauf. Schau mir mal die Gegend so an. Wo es denn weitergeht oder wo auch nicht. Alle hopp. So. Hier unten ist ein Gebäude. Da ist das verbrannte Land. Hinten ist Schneebiom, okay. Sehr viel Cotton. Komme ich Cotton vielleicht noch irgendwie rein? Die Snow nicht so sammeln. Habe ich auch ein bisschen close. So, Cotton immer her damit. Zack, zack. Den Zombie lasse ich erstmal wieder links liegen. Weit und breit keine Menschenseele. Aber wie soll es auch anders sein? Hier wäre es schon mal schön flach zum Bauen. Viel Holz hätten wir auch. Durch die ganzen Bäume rundherum. Was ist denn das? Yucca Seed. Brauchen wir nicht. So. Ui. Da hinten ist noch ein Gebäude. Ja, dann schaue ich doch da gleich mal hin, was sich da hinten verbirgt. In der Ferne. Erst noch in den Müllsack reinschauen. Wieder ein Zombie und ein Pissen-Cars, glaube ich. So heißt das Ding zumindest. Ja, so ein Carshop müsste es sein. Relativ verlassen sogar.
zumindest höre ich nichts. Painkillers nehmen wir gleich mal her. Zapf sollen wir es ja auch noch geben. Habe ich noch Platz für Sprit? Was kann ich wegnehmen? Gas Barrel, Pistol Grip brauche ich eigentlich nicht mehr. Dadurch, dass wir eine Pistole jetzt haben. Ja. So, dann werde ich in der nächsten Folge diesen Parsengas, so heißt er, Entschuldigung, diesen Parsengas looten. Und ja, wie immer, danke fürs Zusehen und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao.